Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Wir haben letztes Mal die Gwindmeisterschaft gewonnen und ich will mir nochmal ansehen, was es da jetzt Schönes gab. Ich habe auf jeden Fall das Schwert bekommen von dem Typ aus Ophir. Oha, Blender, Stahlwaffe. Art Igni Axi, kritischer Trefferbonus, kritische Trefferchance. Eieiei, die ist besser als meine, als mein Großmeister Katzenschwert. Ach du heiliger Bimbam, das ist ja... Das hat sich schon mal gelohnt, sagen wir es mal so. Okay. Wo habe ich dann die Trophäe? Questgegenstände. Ach, die wird bestimmt irgendwo rumlungern jetzt bei mir im Inventar. Ach mein Gott, ja, ich habe die Trophäe jetzt irgendwo. Ist mir jetzt eigentlich einerlei. Oder? Ich will die eigentlich schon gerne mal sehen. Ich gehe jetzt einfach mal zurück nach... Wie heißt denn mein Weingut? Ja, zu meinem Weingut und da... Hallo, gute Herren, könnt ihr mal... Was ist denn hier raus? Ah, hier geht's raus. Hallo, ich muss mal weg. So, was haben wir denn überhaupt noch an Quests? Irgendwas Wichtiges? Aha, 3 Tage warten, kehre zum Auftraggeber zurück. Oh, so viel ist es ja gar nicht mehr. Okay, krass. Ja, dann gehen wir... Oh, ein Porträt des Hexers. Trifft dich gegen Mittag mit dem Maler beim Westtor des Palasts. Das können wir machen, aber erst geht es, wie gesagt, nochmal zurück. Auf unser Weingut. Oh. Die sind alle so gut drauf hier, ne? La-di-da-di-da. Ah, ich find's lustig. Ach guck mal, das ist ja gerade hier, der Palast von Beauclair. Machen wir das mal. Geile Sache, Leute. Jetzt hab ich. Die sind halt viel besser als der Set-Kram, muss man mal sagen. Das ist jetzt der Shit. Ja. Um es mal neudeutsch zu formulieren. Warte. Habe ich denn noch ein paar gescheite Runen dafür? Ich meine, was haben die denn für Fähigkeiten? Die hat nicht mal Sockel. Ach schade. Arondite. Oder Arondite. Ah, kritische Trefferchance. Wie wär's, wenn ich mir einfach noch mehr kritische Treffer drauf baue? Oder ich... Warte. Was habe ich denn überhaupt erstmal als Ausgangsrune? Angriffskraft ist schon mal ganz gut. Wo steht's denn? Was habe ich denn hier? Hier. Angriffskraft. 2000... Nee, das ist mit dem Silberschwert. DPS Silberschwert. Ach hier. DPS Stahlschwert. Oha. Ist auch nicht schlecht, ne? Chance auf kritischem Treffer bei starkem Treffer und Chance auf kritischen Treffer bei schnellem Treffer. So, so. Gesamtspielzeit 111 Stunden und 1 Minute. Wie geil ist das denn? Gut, dass ich jetzt gerade drauf geschaut habe. Geil. Warte mal. Adrenalingewinn ist mir relativ. Bluten. Zeichenintensität. Zeichenintensität. Was? Chance auf Einfrieren. Okay. Habe ich auch so gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Nee, schade. Kritische Treffer gibt's gar nichts, oder? Lass mal gucken. Einfrieren, betäuben, Rüstung. Angriffskraft, ja, das... Abnutzung des Gegenstandes. Vielleicht mache ich mir doch... Vielleicht mache ich mir doch so ein Runenwort rein, der Handkäse. Das ist so ein Quatsch. Handkäse ist Quatsch, finde ich. Immer noch. Betäuben vielleicht. Taumeln. Adrenalin gewinnen. Oder ich mache halt einfach wieder Giften rein. Vergiften rein. Oder halt... Na, so der ganz normale Kram. Hier bluten, verbrennen. Ach, mal sehen, was ich jetzt übrig habe. Ich werde das erstmal gar nicht verbessern. Sonst muss ich das wieder... Oh, hi. Na, nicht so schön hier, ne? Dir geht's nicht so gut. Na gut. Dann warte ich noch etwas mit dem Aufbessern der Waffe. Das war mal ein kurzer Ladescreen. So. Da ist der Maler. Mittags, sagt er, ne? Gegen Mittag. Ich bin sehr pünktlich. Ich bin ja ein deutscher Hexer und deswegen wird's genau 12 Uhr sein. Und wenn er sich dann nicht rechtzeitig hier anfindet, der Maler, ist was los, ne? So sind die Deutschen. Nein, ich bin hier. Nicht alle. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen.
Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Unbeschreiblich. Chiaroscuro, was ist das denn? Gehen Meisterwerk? Wir. Was tut man nicht für die Kunst? Am besten reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Sagst du? Nee. Ich werde laufen. Och nein. Im herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Das ist ja genau schön. Wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgofedern. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment, deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Pierre-Auguste Moustachérois. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb. Seine Katze? Man sagt ja im Englischen Copycat. Ah, auf einmal. Das hätten wir jetzt auch laufen können, das Stück, ne? Oh, was machen die denn da? Eieiei. Meine Damen, meine Herren, werte Lehensherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet, sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen? Du hast nicht zufällig noch andere Farben mit? Und Ersatz hast du keinen? Ich schwöre. Soll ich denn mit Holzkohle schmieren wie ein Tier? Ist der ja lustig. Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Hm, vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön, ich sehe mich mal um. Runtergepurzelt, Geralt. Ich glaube, das Leben imitiert die Kunst. Nicht andersherum. Ganz recht, Fingal. Denk nur an Baron de Cordel. Oh ja, der hat sich die Nase von einem Magier vergrößern lassen, nachdem er das Stück von der Rep Karesh gesehen hat. Sei gegrüßt. Und mit seiner Cousine trifft er sich jetzt auch. Aha, aha. Sowas aber auch. Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Wo geht's denn weiter? Da. Fußspuren. Verschmiert. Das sind aber die von einem Kind. Das wird doch nicht gar ein Göttling sein. Ich habe so Lust, mal wieder einen Göttling hier zu treffen. So wie ein Hansi. Hansi war so super. Hier sind auch Farbkleckse. Das war doch... Oder ein Kind. Ja, das sind auf jeden Fall sehr kleine Fußspuren gewesen. Aha, aha. Mehr Farbkleckse. Da war aber jemand ein bisschen unaufsichtig. Ah, ich dachte schon. Noch mehr. Oh, das ist ja richtig bunt. Oder irgendwelche Monsterchen, die mit Farben gerne rumkleckseln. Na? Habe ich das schon geerntet? Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein. Ja. Würde ich da auch behaupten, ne? Neckar sind mit den Farben verduftet. Sieht ganz so aus. Oh oh. Oh. Oh oh oh. Ah. Die waren ja jetzt einfach, oder? Ah.
Die hier sieht ein bisschen nach Neckar aus. Und der große Klecks, ein Troll. Neckar malen ihren Sieg über Trolle. Was soll das sein? Neckar-Propaganda? Ich find's lustig. Na, ich meine, immerhin haben sie ein Verständnis für Kunst und so weiter, ne? Die Farben sehen noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Aber alles ist ganz schön verschmiert, oder? Alle Farben so ein bisschen durcheinander gemischt, guck mal. Neckar-Propaganda, ich find's super. Ja, also Neckar sind halt nicht ganz so blöd, wie man denken könnte. Die sind schon, naja, auf eine gewisse Art und Weise primitiv, aber auch intelligent. Intelligente, primitive Wesen. So halbwegs. Also sind auf jeden Fall nicht ganz tump wie so ein Troll vielleicht. Na gut, auch Trolle können ja reden, das ist ja noch besser. Nein, 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 vergesst das. Was kann man denn gleichsetzen mit Neckern? Vielleicht von der Intelligenz her Katzen? Nee, glaube ich auch nicht. Ich hab deinen Kram gefunden. Herrlich! Wo denn? Und... Hä? Ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und hab ein Neckarnest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davongemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich! Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Na gut. Schon wieder reiten, ja? Also ist aber auch hier ein Panorama, du. Das ist unglaublich. Oh, Plätze. Wieder im Baum geparkt, ne? Typisch. Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung. Das muss genau so bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Aha. Ich glaube, das war seine... Das war wirklich sein Ernst. Ach, andererseits ist doch nicht so schlimm, sich da mal hinzusetzen und ein bisschen zu schwatzen. Na gut, mit einem Fremden 6 Stunden. Hm. Vielleicht ist er gar nicht so verkehrt. Oh. Ja, dein Pferd, das macht schon sehr lustige Sachen, ne? Der kennt bestimmt einige lustige Geschichten. Sind wir da? Ja. Sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Wie geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Mhm. Ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Jawohl, ich überlege. Na, ich glaube, ich weiß, warum niemand hierher kommt. Da gibt's bestimmt Monster. Oder? Irgendwas. Ich tippe auf einen Gabelschwanz oder irgendein Trokoniden. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Kann ich hier vielleicht einfach mit dem Schwert in der Hand stehen? Wunderbar. Eine Heldenpose, aber natürlich. Der stolze Recke, das erhobene Schwert. Bereit, sich zu stürzen auf... Naja, diese Weide da drüben. Ich male später einen Greifen rein. Soll ich anfangen? Oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Nö, ist okay. Du kannst loslegen. Die ist cool, die Pose. Dann sei so gut und schau mich so an, wie du geschaut hast, als ich dich fragte, ob du mit mir arbeitest.
Dieser Blick des wildwütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt ihn. Götter! Ein Greif! Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Ah! Oh ja, ich hab's mir schon gedacht. Wop, 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 kommt das schon. So, wo haben wir's denn hier? Insektoiden, warte, greif, du wartest ein bisschen, ja? Bestienöl. Greifen war noch Bestien, oder? Verwechsel ich da jetzt was? Warte mal ganz kurz. Nein. Dann war es ein Hybrid. Ach man, ich hab's verwechselt. Schimpf und Schande über mich. So, wo ist das Hybrid? Da. Na komm. Hey. Na komm, Sir. Oh, oh, wow. Na komm. Oh, oh, oh. Oh, was zur Hölle? Komm her, du Vieh. Da geht er down. Der Greif. Und ein Level-Up gibt's auch noch. Ist es sicher? Ja, komm raus. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Das ist ein Greifenrevier. Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Nicht ganz. Du lebst ja noch. Weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Na klar. Ja, mal ihn rein. Du kannst den Kadaver als Modell nehmen. Interessante Farbpalette. Und die Texturen. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber ich werde ihn später malen. In der Enzyklopädie Maxima Mundi ist eine vorzügliche Illustration. Dieses Exemplar ist doch ziemlich zerhackt. Ah, sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen. Und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast. Für die Nachwelt. Ja, super. Ich sag ja, ist ein lustiger Kauz, der Kerl. Oh! Da hatte noch ein Relikt dabei, ein Reliktschwert. Auch nicht schlecht. Oh, ich vergesse immer. Auf dem PS4-Pad ist es was anderes, was ich drücken muss. Hier. 100 Meter, das kriegen wir ja wohl hin. Ja gut, morgen Mittag, sagte er. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit, totzuschlagen. Dann gehen wir nochmal auf unser Weingut. Und wollen doch mal schauen. Ich würde mal hier... Ja, irgendwie schaltet sich mein Monitor immer ab.
wenn ich das Spiel hier spiele, weil er denkt, ich habe gerade keine Anwendung am Laufen. Jetzt eben schon wieder. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie geblieben. Oh. Kannst du nicht laufen? Oh, oh, oh. Na, ich pass immer auf. Aber nur, wenn ich das will. So, da. Corvo Bianco. Ich kann mir Geralt gar nicht als alten Mann vorstellen, der gar nichts mehr macht und sich nur noch ausruht, auf der faulen Haut liegt. Nee, das passt gar nicht zu ihm, oder? Oh, Kätzchen. Die mag mich nicht. Böse Katze mag mich nicht. Warte mal, wo ist jetzt hier? Er sagt ja, auf der Anrichte möchte er gerne die Trophäe ausstellen. Und dann Rüstungsstände. Ich will erstmal die Schwerter wegpacken. So, pass mal auf. Das kommt weg. Die Großmeisterschwerter schon. Ja, das ist ein bisschen schade. So, Manticore-Rüstung. Ups, was machst du denn? Werde ich mal da ausstellen? Ah, sieht schon sehr nett aus. Warte mal, da war doch eben noch eine Anzeige. Ah, guck mal, die Wolfsrüstung. Hier, benutzen? Ach nee. Ah, guck mal da, das sind unsere ganzen... Oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben ja nicht viele Bücher dabei. Nein, ach du. Ist doch nicht viel. Eine Trophäe. Ah! Bosskampfmeisterschaft. So, guck mal, und hier? Der Siegervokal fürs Gwyn-Turnier. Schön! Das ist ja richtig geil. Da ist der Schild. Da ist noch ein Bild. Ich glaube, ich werde das Bild dann hier reinhängen. Ja, 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 ja. Weil er so hübsch ist, Geralt. Der muss auf jeden Fall dann... Das ist ja vielleicht... Warum habe ich das eigentlich aufgehängt? Über sowas rege ich mich immer gerne auf. Ja. Wenn sowas als Kunst irgendwo ausgestellt wird. Das ist aber geil, das lasse ich hängen. Warte mal, das könnte ich eigentlich auch hier hinhängen. Das sieht doch viel besser aus, schätze ich mal. Der weiße Wolf. Oh, und Ciri. Ne, die hänge ich auch da vorne hin. Ciri muss da vorne hin, Leute. Ein Schiff verlässt den Hafen. Oh, das dahin. So, pass mal auf. Da kommt jetzt das von Geralt. Und da von Ciri. Also wenn Ciri das sehen würde, die wird sich da tierisch ärgern, glaube ich. Es wäre so herrlich. Ja, well. Warum denn? Das haben wir alles schon mal gesehen. Ne, das ist eigentlich ganz okay. Aber wie viele Waffenständer es hier gibt und überhaupt. Was kann ich für dich tun, hä? Weiß nicht, Bibi. Ach, lass mal. Danke. Ich... Ja, ja. Wie mache ich denn jetzt weiter? Ach, warte mal, ich kann mich ja auch schön ins Bettchen mal legen. Das wäre auch mal was, oder? Endlich mal schlafen. Geralt meditiert ja sonst nur. Guck mal, jetzt sitzt er wahrscheinlich da. Oh, guck mal. Eine königliche Bettstunde. Bettstufe königlich. Maximale Vitalität wird um 1000 Punkte erhöht. Für 120 Minuten. Bibliothek. 5% Bonus auf Erfahrung. Tränke erhalten eine zusätzliche Ladung. Und plötzlich Ausdauer ist um 100% erhöht. Nett. So, er sagt ja gegen Mittag. Warte mal. Das reicht eigentlich schon. Bis ich da bin, ist es... Oh. Hör ich da gerade Donner? Nee. Mein Rücken bringt mich um. Tja, es tut mir leid, gute Frau. Was soll ich da sagen? Ich bin von oben bis unten vernarbt. Ich jetzt nicht, aber Geralt. Klar macht das keinen Spaß. Hausarbeit macht keinen Spaß. Aber so ist das nun mal, ja. So. Ich kann meine Trankvorräte auffüllen. Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht, wenn ich meditiere. Na doch, natürlich. Ah, guck mal, die ganzen Boni. Das ist schon nett. Was sagst du? Ja, das lohnt sich ja mal... Was? Lohnt sich ja mal richtig, dass man hier schläft, du. Das ist kein Held, sondern... Die Herzogin hat ihn bestellt. Wozu bloß? Okay. Warte einen Tag, um dein Bildnis zu sehen.
Ja, ist schon Mittag. Okay, da warten wir halt nochmal einen Tag. Das muss komisch aussehen. So, oh. Oh, nachts dann wohl. Achtung, was er gemalt hat. Oha. Oha. Wow. Nicht dein Ernst, oder? Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Oh Gott. Ich weiß ja nicht viel von moderner Kunst, aber Lebensechtheit ist offenbar weniger wichtig als andere Qualitäten. Du meinst den Umstand, dass ich dich au naturel gemalt habe? Das machen alle zeitgenössischen Meister. Genau das meine ich. Einige Dinge sind verändert, einige Details anders. Übertreibt Moustachierois auch so sehr? Ach, bei dessen Werken sieht man doch nicht einmal, ob das Motiv en face oder im Profil dargestellt ist. Dieser Amateur. Dann sollte ich wohl froh sein, dass er mich nicht gemalt hat. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Oh, wow. Für dich träne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Was? Puh, das mag ein tolles Bild sein, aber der Preis ist stolz. So viel Geld habe ich nicht. Kein Problem. Komm wieder, wenn du es hast. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es da noch da ist. Ich sag mal so, ja. Es ist... Also ich würde mich da sehr geschmeichelt fühlen. Aber andererseits, ich kann verstehen, dass Geralt das nicht ist. Also, der hat ihn jetzt hier nicht gerade lebensecht gemalt, ne? Ah, es ist fertig. Liam und Mathilda sind jetzt soweit für meinen Besuch. Ah, ihr freut euch bestimmt, oder? Ich habe jetzt bald wirklich nur noch die Hauptquests. Oder die Hauptquest und... Ich bin ja auch gespannt, wie es mit Regis weitergeht, Leute. Ich will ja auch wissen, was da rauskommt bei. Das ist ja genau das, worum es hier geht. Diese ganzen Hauptfiguren einfach wieder sehen und Spaß haben mit denen, ne? Ach so, warte, ich kann ja eigentlich auch hinlaufen jetzt. So weit ist es ja nicht mehr. Allerdings würde ich das doch noch gerne tagsüber machen. Also mitten in der Nacht dahin stiefeln, das ist so ein bisschen unschön. Guck mal, was ein schöner Morgen hier in Toussaint. Ich find's echt schön. Das ist so ein bisschen hier wie in Montmartre. Wart ihr da schon mal? Paris? Oh. Wunderschön. Ist zwar auch ein Friedhof, aber... Du kriegst eine kleine Schwester! Du bist adoptiert! Hast du es gewusst? Nein. Ich bin halt gemein, es tut mir leid. Ups. Das war mal ein Sprung. Vor allem, er sagte ja noch als alter Mann, hat er mich gemalt, der Maler. Wie? Also Geralt, nicht mich. Hoho, mich. Ja, ist klar. Wie hätte er als junger Mann ausgesehen, bitte? Mhm. Gesundheit. Will ich mir gar nicht vorstellen, du. Wie hätte das denn ausgesehen? Bauern und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Ja, aha, du bist ja gar nicht sexistisch. Dass du Frauen klopfen willst. Meine Kinder. Was? Hexer. Ich habe geschworen. Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Okay, seid ihr jetzt zusammen, oder? Ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ja, sag ich doch. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist... Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Oh, das... aber... Ich wollte gerade sagen, Weißer Wolf, das wäre das Einzige, was ich akzeptieren würde. Geralt von Riva ist... naja, Weißer Wolf. Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt.
Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. Ach, so hat doch ein schönes Ende genommen mit den beiden. Blut und Wein. Ich schwöre bei meiner Ehre. Ich zerschmettere die Plünderer, verstreue sie in alle vier Winde, vertreibe sie aus dem Herzogtum. Ja. Das ist also der Hoppala. Ist schon klar. Mach das mal bitte. So, was haben wir denn noch? Es gibt nicht mehr viele. Kehre zum Auftraggeber zurück. Hä? Warte mal. Wie? Als Geralt bei Castel Ravello vorbeikam, fand er dort einen Winzer in einer verzweifelten Lage vor. Ja, Castel Ravello. Weltkarte? Warte. Da. Castel Ravello. Schade, dass das nicht angezeigt wird. Ach ja, das war dieser freche Typ, der uns da so angeblökt hat von wegen, hier, Hector, bist du für einer? Ja. Oh, Mama. So ein Pech. Ja, so ein Pech. Ne? Was hast du denn an mir zu mitleiden, bitte? Ja, ja. So ist das. Ach, ich find's schön. Ich find's so schön hier. Ich wünschte, da würden noch mehr DLCs kommen. Aber leider war das der letzte, Leute. Danach ist wirklich, wirklich fertig mit Geralt. Oh, ich kann nur hoffen, dass Cyberpunk mich genauso packen wird. Aber generell, ich habe schon mal gesagt, ich bin eigentlich mehr so der Endzeit-Mensch. Nicht wirklich so der Fantasy-Typ. Fantasy ja, aber Endzeit finde ich dann doch immer ein bisschen geiler, ne? Also wenn ich jetzt überlege, so Fallout oder... Das ist eigentlich immer so genau meins. Nur die erzählen halt keine wirklich gute Geschichte. Was ist denn Ravello? Da muss ich mich ja echt ranhalten, Leute, was... Ach hier, da war ich... War ich da schon? Banditen rechnen. Wo ist denn hier Weingut Ravello? Da ganz oben? Ach, da haben wir es doch. Weingut Castel Ravello. Da müsste er ja sein. Ach, kacke, Leute, da muss ich... Da muss ich vielleicht offcam so ein bisschen ranklotzen. La Mer, mein Freund. Das weiß doch die Wache jeder. Lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Ja, du bist Virtuose der Worte. Wo war das denn jetzt? Ich habe eine Tochter, weißt du? Ach. Heiratsfähiges Alter. Aha. Ich kann dir keine Kinder bringen, ne? Also Geralt kann das nicht. Oh, macht Spaß. Das wollte ich aber mal machen. Weinstampfen. Öffne diesen Ungläubigen die Augen. Ja, hab. Ist so. Ich weiß. Wow, oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht anrempeln, gute Frau. Sag mal, wo ist denn jetzt der Typ hier? Das ist schon schön hier, ne? Über Wein als Wasser sprach der Wasserhasser. Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Das finde ich auch einen schönen Spruch. Lieber Wein als Wasser, sagt der Wasserhasser. Meister Liam und Maid Mathilda. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie ziemlich scharf aufeinander sind. Ach, erzähl weiter, während ich deine Sachen hier mitnehme. Weißt du, ich klau denen einfach mal das Werkzeug. Lalala. Wo war er denn jetzt? Dort ist noch eine Kräuterfrau. Ach, wäre ich doch jünger. Geh in die Fasanerie, da kriegst du was auf die Rippen. Also, Geralt ist doch schon ziemlich, ne? Minze brennt. Sieh da, der Kräuterexperte. Ja, ich guck mal. Oh. Nichts für ungut. Kein Problem. Ich sollte mich entschuldigen. Ich habe dich nach deinem Äußeren beurteilt. Sag, woher hast du dein Wissen? Habt ihr einen Kräuterkundler in der Nähe? Nein, das habe ich weit weg gelernt. In Kaer Morhen, im Norden von Kaedwen. Götter, das ist ja am anderen Ende der Welt. Was verschlägt dich nach Toussaint? Mein Beruf. Ich töte Monster. Okay. Zeig doch mal. Ja, dann gibt's da nicht viel zu bereden. Hm. Die Dankeskarte ist so niedlich. So, da ein Messer. Dass es immer ein Questgegenstand ist, wundert mich doch so ein bisschen. Plunder, Plunder. Was haben wir hier? Plunder, Getreidesack. Aha.
Brauche ich die noch für irgendwas? Ist ja auch nur Plunder, ne? Ich bin. Ja, tschüss. Schachtelhalm, die Fülle der Natur. Ich weiß halt wirklich nicht, wo dieser doofe Auftraggeber ist. Ich habe eine Tochter, weißt du? Ja, ich hab die alle, ne? Hab ich schon mitgekriegt. Töte die Monster in der Höhle. Als Profi erster Güte in die Chuchotte-Höhle. Arachnomorphen befreit. Fand er da einen Winzer in einer verzweifelten Lage vor. Heiratsfähiges Alter. Ja. Ich weiß halt echt nicht, wo dieser Typ jetzt hin ist. Ja? Na ja. Ach, hier ist er ja. Leben, Liam und Mathilda. Willkommen. Hallo. Lass mich zufrieden, Hexer. Was machst du hier, Hexer? Ich habe gerade gehalten bleiben. Ha. Sei gegrüßt. Geh mir aus den Augen, mein Freund. Ach nee, da war er auch nicht. Wo ist denn der? Och man, Leute, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Das ist ja doch alles auf. Jetzt weiß ich leider nicht, wo der ist. Als ich noch jung war. Genau, Quest. Was haben wir denn noch? Ritter zu Diensten. Geht zum herzoglichen Kämmerer. Oder... Ja, wir haben auch noch hier Hexeraufträge, ne? So ist ja nicht. Und wir haben noch die Rüstung. Haben wir denn noch Zeit ein bisschen? Ach komm, finde den Schatz, der im Lager der Schatzjäger versteckt ist. Machen wir erstmal das. Machen wir erstmal das, die Schatzsuche, komm. Fuchstal. Ja. Ach genau, hier war das. Da bin ich ja noch kurz durchgeritten und dann war da auf einmal... Ich habe einen Hexer gerufen. Ein Hexer! Wem steht es schon zu, die reiten auf ihrer Verschwörung? Was? Ich kann dich nicht mehr hören. Oh. Hässlicher Bastard. Boah. Ach du Scheiße, wow. Warte mal, Archesporen waren, obala, waren verfluchte Kreaturen, oder? Die habe ich ja nicht so lange. Archesporen sind verfluchte Wesen. Gut. Verfluchten. Ja. Leider immer nur das Schlechte gegen solche Viecher. Oh, ich bin nicht mehr, ah. Wie schön schnell das ging jetzt. Ja. Die waren aber auch ganz schön hart. Die habe ich ja das erste Mal komplett ausgelassen, weil die doch ein bisschen heftiger waren als der Rest. Ah. Wahrscheinlich ist ja überall noch Zeug in den Behältern. War ruhig. Oh, das war Ritterrüstung. Und die Turnierhandschuhe. Sag mal, ah, dieses Bild nervt mich jetzt die ganze Zeit, ne? Haben wir da mal was? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, das dauert noch ein bisschen länger. Aber war aber nur eine kurze Quest. So, manchmal macht einem die Hexer, dieses Hexergehör ja so ein bisschen Angst. Was macht ihr denn da? Oha. Leichen verbrennen, ja. Befehle auf blutigem Pergament. An Peter Hakennase. Du hast bis zur Morgendämmerung Zeit, deine Einheiten zu sammeln und auszurüsten. Ihr werdet in zwei Gruppen zuschlagen, um die Abwehr schneller zu durchbrechen. Die Leute werden sich nicht lange verteidigen können und Fuchstal hat keine Garnison, also werdet ihr euch amüsieren. Aber bringt sie nicht gleich alle um. Schickt mir ein paar lebendig nach Toulasens. Ladet die Beute auf Wagen und schickt Läufer, wenn die Verteidigung überwunden ist. Entsende ich Männer, die euch beim Transport helfen. Und geht dieser Geschichte von Töpfen nach, die in Fuchstal aus dem Boden wachsen sollen. Vielleicht tut sich da eine Geschäftsidee auf. Oder Geschäftschance. Lot. PS. Wenn ich irgendeinen Koch oder Bäcker finde, der weiß, was es mit den Töpfen auf sich hat, tötet ihn nicht. Nee, wenn ihr ihn findet, sondern schickt ihn gefesselt zu mir. Okay.
Das war jetzt aber keine Quest, leider. Oh, Kätzchen! Wer hätte das gedacht? Die Ritter machen den Wein, während Hexer die normalen Leute bewachen. Ja, ja, so ist das wohl. Sie haben einen Hexer gerufen. Ein Hexer! Ja, ich hab dir mal die Arbeit erleichtert, ja? Ich hab ein paar Sachen rausgenommen. So. Wo haben wir denn die Quests? Nee, warte mal. Muss ich so machen. Hoppala. So, Nebenquests. Es gibt nicht mehr so viele, ne? Schatzsuche. Ja, komm, mach mal hiermit weiter mit Majorans Tempel. Ist ja gar nicht so weit. Okay. Also ich meine, 400 Meter. Oh Gott, Leute. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich verabschiede. Ja. Ja, ja. Hab da schon mal alles hier abgelassen, die Sprüche. Leute, ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Ich mache ja Schluss. Bis ich dort bin, ist der Part eh fast vorbei. Reicht ja auch, die 40 Minuten immer, ne? Ist ja eine gute Länge. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen nochmal. Und wir sehen uns wieder zu The Witcher 3 Blood and Wine. Ich schätze mal bald wirklich dann nur noch Hauptquest. Ich freue mich drauf. Bis dann.